Was ich in den letzten Jahren wahrnehme, ist, dass die Masse an Menschen, die das Gefühl haben, nicht mehr in diese Welt zu gehören, immer größer wird. Und ich möchte heute mal genau dieses Phänomen mit dir betrachten. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, hey, ich passe hier irgendwie nicht dazu. Ich gehöre hier irgendwie nicht hin. Irgendwie bin ich anders wie alle anderen. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, ergründen, woher das kommt und wo das Problem liegt. Bevor wir loslegen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Peter Bär, ich bin Psychologe, ich bin mehrfacher Spiegel-Bestseller, Autor und Gründer der Achtsamkeitsakademie. Und ich kenne das Gefühl, nicht dazu zu passen, nicht dazu zu gehören. So irgendwie denkt man, entweder bin ich verrückt oder sind alle anderen verrückt. Oder man hat auch das Gefühl von Einsamkeit, von Traurigkeit, von Nicht-Zugehörigkeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ein zutiefst gesellschaftliches Problem ist, weil wir nicht mehr das Leben leben, wie Leben gedacht war und gedacht ist. Wir leben in einer Welt der Vereinsamung. Es gibt in England mittlerweile einen Minister für Einsamkeit, weil es so grassierend ist. Die Zahl der Menschen, die alleine vereinsamen, wird immer größer und größer und größer. Und das ist nur ein Symptom von genau dem, was ich sprechen möchte. Dass wir ein grundlegendes Problem in unserer Gesellschaft haben, was nicht gesehen wird und was nicht Beachtung geschenkt wird. Und zwar möchte ich das erklären, indem ich erstmal darauf eingehe, woher wir kommen. Wie Leben eigentlich als Mensch gedacht war. Und zwar haben wir, unsere Vorfahren, tausende von Jahren, hunderte von Generationen gelebt in Gemeinschaften. Gelebt in einem Stamm. Sei es, egal welche Kultur, sie haben immer in Gemeinschaften gelebt. Und man hat sich zutiefst zugehörig gefühlt in diese Gemeinschaft. All unsere emotionalen Reaktionen sind entwickelt worden für Gemeinschaft. Das Gefühl der Einsamkeit beispielsweise ist ein emotionaler Schmerz, der den Menschen dazu bewegen soll, wieder sich der Gemeinschaft zuzuwenden. Aber wenn da keine Gemeinschaft ist, wem soll man sich zuwenden? Wenn da Vereinzelung und Individualisierung in unserer Gesellschaft ständig passiert, wem sollen wir uns zuwenden? Das Gefühl der Scham, der Schuld. All diese Gefühle waren evolutionär gedacht für Gemeinschaft. Für ein Leben in einem Stamm, für ein Leben in einer Gruppe. Also das heißt, unser Leben war gedacht, dass wir zutiefst eingebettet sind in eine Gemeinschaft. Und es ist ganz spannend, wenn Menschen in Forschungsreisen oder Forscher Stämme besuchen, die noch in dieser Gemeinschaft gehen. Diese Menschen wollen diese Gemeinschaft nicht mehr verlassen, weil ganz tief in ihrem System wieder etwas aktiviert wird von, oh ja, so ist Leben gedacht. Dort fühle ich mich zu Hause, dort fühle ich mich zugehörig. Ich gehöre mich eingebettet in viele. Leben ist nicht gedacht, dass wir nur mit einem Partner leben. Familie ist nicht gedacht, dass man nur zwei Eltern hat. Früher hat es diesen Spruch gegeben, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das ist zutiefst wahr, dass ein Kind nicht nur zwei Bezugspersonen braucht, Mama und Papa, sondern eine große Gemeinschaft, in dem es sich kennenlernen kann, in dem es gedeihen und wachsen kann. Warum erzähle ich das? Weil das in unserer Gesellschaft nicht mehr existiert. Wir wachsen oft mit nur noch zwei Bezugspersonen, Papa, Mama, manchmal nur noch mit einer Bezugsperson. Brauchen wir uns bloß die Scheidungsraten anschauen. Wachsen wir in einer Gesellschaft auf, wo wir irgendwie auf uns allein gestellt sind. Und dann wachen wir auf und fühlen uns beschissener. Ich sag's mal so deutlich, wir fühlen uns nicht mehr zugehörig. Wir fühlen uns, als ob das alles irgendwie falsch wäre.
Manche fühlen schon diesen extremen emotionalen Schmerz der Einsamkeit, aber manche haben einfach nur dieses subtile Gefühl wie, hey, ich bin hier nicht richtig, hier stimmt etwas nicht. So ist Leben nicht gedacht. Und der Grund ist folgender, weil wir nicht mehr artgerecht leben. Schau, ich lebe hier mit ganz vielen Menschen auf einem Hof, wo wir ganz viele Pferde haben. Und an den Pferden ist so schön kann man so schön sehen, es sind, wie wir Menschen, Herdentiere. Ein Pferd will nicht alleine stehen. Es geht nicht gut, wenn ein Pferd langfristig nur alleine ist. Es gehört sich in eine Herde. In eine Herde kann sie sich entfalten. In eine Herde ist ein Pferd glücklich. Und genauso ist es bei uns auch. Wir gehören in Gemeinschaft. Wir gehören in eine Herde. Und wenn wir dieses Gefühl von Vereinzelung haben oder ich gehöre nicht dazu, dann ist es nur der Klang der tiefen Sehnsucht nach anderen Menschen. Schau, das ist doch irre, wenn wir uns das mal betrachten. Wir kommen tausende von Jahren, haben wir eingebettet in die Natur, eingebettet in eine Gemeinschaft gelebt, konnten uns aufeinander verlassen, waren aufeinander angewiesen, haben miteinander gelebt. Und dieses Leben in Gemeinschaft, diese Eingebettetheit in Gemeinschaft hat sich dazu gewandelt in den letzten paar hundert Jahren erst. Also nur so ein klitzekleiner Teil unserer Menschheitsgeschichte, von dieser langen, langen Geschichte, hat es dann angefangen, dass wir aus der Natur in Kästen allein gesteckt werden. Und diese Kästen sind die Wohnungen in den Städten, sind die Einfamilienhäuser in den Vorstädten und in den Dörfern, wo jeder in seinem kleinen Kasten getrennt vom großen Ganzen lebt. Das ist doch irre. Das ist das Gleiche, wie wenn man ein wildes, lebendiges Pferd nehmen würde, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, und steckt es in so einzelne kleine Ställe. Das Pferd wird dort nicht glücklich. Das Pferd wird immer willenloser, immer trauriger, immer frustrierter. Das ist das, was wir dann in unserer Gesellschaft erleben unter Depressionen. Wir fühlen uns zutiefst ängstlich auch, weil wir nicht mehr diese Eingebettetheit haben. Nicht nur Depressionen oder diese grassierende Einsamkeit ist eine Auswirkung dieser Bewegung von uns Menschen, sondern ich bin auch fest davon überzeugt, dass Angsterkrankungen ein großer Teil daher stammt. Schau, ich habe mich vor kurzem mit einem Forscher unterhalten, ne, der in Afrika Stämme besucht. Und er war in einem Stamm oder durfte sich dem nähern, der eigentlich sehr kriegsträchtig ist. Die führen ständig Kriege gegenüber anderen Stämmen. Aber er sagte, als er in diesen Stamm ging, fühlte er sich mitten im Nirgendwo, mitten in Afrika, mitten unter den wildesten Tieren, mitten unter all diesen Gefahren, am sichersten in seinem ganzen Leben. In keiner Stadt, so sehr wir versuchen, Sicherheit mit Krankenhäusern, mit Gesundheitssystemen, mit Versicherungen, mit dem ganzen sozialen Netz zu schaffen, schaffen wir es nicht, diese Atmosphäre des tiefen Vertrauens und der tiefen Sicherheit zu schaffen, wie ein Stamm, der unberührt mitten in Afrika noch so lebt wie vor Hunderten von Jahren. Diese Menschen fühlen sich zutiefst verbunden mit der Erde, zutiefst verbunden mit der Natur, zutiefst eingebettet in Gemeinschaft. Und wenn wir das sind, verlieren wir auch diese Angst vorm Tod, diese Angst vor der Vergänglichkeit, weil wir so am Leben sind. Das heißt, wir erleben gerade gesellschaftlich eine Bewegung, die immer schlimmer wird. So, die Politik erkennt es gerade an den Zahlen der Einsamkeit.
Sie schafft es noch nicht, diese Verbindungen zu schaffen, dass auch Depressionen, der Angsterkrankung, all diese psychischen Disbalancen eine Auswirkung ist von fehlender Gemeinschaft. Und umso wichtiger ist es, dass wir anfangen, wieder Gemeinschaften zu formen. Dass wir uns wieder wirklich dazu, und es braucht am Anfang Disziplin, weil wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, wie können wir mit anderen Menschen harmonisch in Verbindung gehen? Wie können wir Gemeinschaft leben? Das sind alles Fragen, die gestellt werden müssen in der Gesellschaft. Schau, weil nächstes Resultat, das wir ja sehen in diesen psychischen Krankheitszahlen, die so steigen und steigen und steigen, ist, weil ganz viele Verletzungen in der Kindheit passiert sind. Verletzungen, traumatische Verletzungen durch die Eltern, durch die engen Bezugspersonen. Und das machen ja Eltern und enge Bezugspersonen nicht aus bösem Willen. Jeder versucht, so gute Mama und so gute Papa zu sein, wie sie nur können. Aber oft sind die Erwachsenen so überfordert mit dem Leben, weil das Leben so unmenschlich geworden ist, dass das Kind auch dadurch vielleicht Vernachlässigung erfährt, fehlende Liebe erfährt, fehlende Sicherheit, fehlende Aufmerksamkeit erfährt, fehlenden Schutz fehlt. Aber stell dir vor, es wären nicht nur zwei Personen, sondern viele Personen, denen sich ein Kind zuwenden könnte. Das Kind würde mit ganz viel Stabilität und Sicherheit aufwachsen, weil das Überleben des Kindes nicht nur abhängig ist von Mama und Papa. Und aus diesem Abhängigkeit des Überlebens von Mama und Papa entwickeln sich ja die ungesunden Verhaltensmuster. So, weil das Kind merkt, okay, mein Überleben ist absolut abhängig von diesen zwei Personen. Und ich muss alles tun, damit ich diesen zwei Personen gerecht werde, dass die mich lieben, dass die mir den Schutz geben. Und so sind wir zutiefst gefangen in dem. Würde ein Kind erleben, hey, mein Leben ist nicht nur von den beiden abhängig, sondern da ist eine große Gemeinschaft. Es wäre viel entspannter, viele dieser Verletzungen, dieser Prägungen würden nicht entstehen. Das nächste Symptom dieser Bewegung Richtung, es ist ja auch eine gewisse Individualisierung. So, das Individuum wird immer wichtiger, die eine Person wird immer wichtiger statt die Gemeinschaft. So, bis vor ein paar Jahrzehnten waren ja die fernöstlichen Kulturen dort noch ganz anders. Dort entsteht auch jetzt diese extreme Individualisierung. Aber dort haben Personen oft nicht im Ich gesprochen, sondern im Wir. Diese Personen waren so tief in Verbindung mit der Gemeinschaft, mit der Gruppe, mit der sie lebten, dass sie selten gesprochen haben, ich bin so und so und ich habe das Problem, sondern sie haben immer in einem Wir gesprochen. Das heißt, man hat sich mehr wahrgenommen als Gruppe, als Individuum. Und unsere Gesellschaft tut alles dafür, um ein Individuum zu schaffen. Und dadurch verlieren wir immer mehr diese Fähigkeit, wo dazu zu gehören, uns eingebettet zu fühlen. Wir verlieren immer mehr ein Wir-Gefühl. Wir kennen das gar nicht mehr. Und was ist das Resultat? Wir fühlen uns isoliert. Wir fühlen uns, als würden wir nicht hierher gehören. Weil Leben, so wie wir es leben, so war Leben nicht gedacht. Leben war nicht gedacht in dem, wie wir es leben. Und ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir diese Problematik erkennen, das durchschauen, tief durchschauen. Und dann wieder anzufangen zu gucken, wie können wir es schaffen, Strukturen aufzubauen, wo ein Wir entsteht. Ich zum Beispiel in meiner Arbeit, wir haben jetzt vor kurzem unsere App veröffentlicht, wo wir ganz viel Meditationen, Achtsamkeit, Meditation und entspanntes, bewusstes Leben den Menschen zugänglich machen, ist der nächste große Schritt, dass wir versuchen, einen Community-Bereich zu schaffen, wo die Menschen wieder in Verbindung gehen können. Und natürlich ist es nicht ideal, nur digital in Verbindung zu gehen. Aber ich sehe es momentan
der einzige Schritt in meiner Macht, den ich fürs Kollektive tun kann, um mehr Verbindung zu schaffen. Und meine Hoffnung ist, dass aus dieser digitalen Verbindung menschliche Verbindung entsteht. Vielleicht ein kleiner Einblick in mein Leben. Ich lebe in einer Gemeinschaft. Das heißt, ich lebe hier mit vielen Menschen zusammen. Wirke mit vielen Menschen zusammen. Weil das menschlich ist. Das unsere Natur ist. So Leben gedacht ist. So wir glücklich und erfüllt sind auf dem Planeten. So das Leben wieder einfach wird. Und so ist die Einladung oder dieses Videos zu erkennen, dass dieses Gefühl der Einsamkeit, dieses Gefühl nicht dazu zu gehören, dieses Gefühl nicht in diese Welt zu gehören, ein Resultat ist unserer Gesellschaft, was wir aus dem Leben gemacht haben. Und es jetzt an uns liegt, wie wir wieder schaffen können, uns in Verbindung zu setzen mit anderen Menschen, dort nicht nur Verbindungen zu schaffen, sondern vielleicht auch Gemeinschaften zu schaffen. Und die Gemeinschaft muss ja nicht gleich so ein Ort wie beispielsweise, wo ich lebe, sein, wo viele Menschen in einem Ort zusammenleben. Aber dass man sagt, man hat Stammtische, wo man sich wirklich zweimal die Woche trifft und sagt, wir gehören zusammen, wir sind eine Gruppe von Menschen auf einer gleichen Reise Richtung einem bewussteren Leben, Richtung mehr Menschlichkeit. Wie tief würden wir uns wieder dazugehörig fühlen, verbunden fühlen, erfüllt fühlen, wenn wir wüssten, wir hätten Brüder und Schwestern an unserer Seite, wo wir gemeinsam einen Weg gehen. Und vielleicht spürst du jetzt allgemeine Energie, dass dort etwas bei dir zum Klingen kommt. Das, was bei dir zum Klingen kommt, ist einfach deine Wesensnatur, das eigentlich in uns allen steckt, das eigentlich wir alle brauchen. Das Leben nicht gedacht ist, dass man in einer kleinen Einzimmerwohnung irgendwo in der Stadt wohnt, mit Wänden um einen herum und dort frustriert und einsam ist. Das ist wie die Hühnerhaltung in Käfigen. So ist Leben nicht gedacht. Und darum lass uns dort Bewusstsein dafür schaffen. Lass uns darüber nachdenken. Lass uns das Problem tief verstehen, um Lösungen zu schaffen, für eine freudvollere, harmonischere, liebevollere Zukunft. Mit mehr Verbundenheit, mehr eingebettet sein, mehr Bewusstsein. Das ist so meine Vision und ich wollte dieses Video machen, weil ich eben eine Frage auf Instagram, ganz viel diese Fragen auf Instagram bekommen habe und da meinen Teil beitragen wollte. Danke, dass du hier bist. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Moment. Dein Peter Bär. Hey du, ich bin's nochmal ganz kurz und zwar, wenn dich dieses Video inspiriert hat, wenn es dich auf deinem Weg ja ein kleines Stückchen weitergebracht hat, hätte ich eine große, große Bitte und zwar, teile es mit deinen Liebsten. Das, was du hier gehört hast, das dich inspiriert hat, brauchen auch andere Menschen. Also teile es. Sharing is caring. Und die zweite Sache ist, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonnieren hier, gib dem Video einen Daumen nach hoch. Das hilft dem Algorithmus, diese ja für mich echt wichtige Nachricht in die Welt hinauszubringen. Vielen lieben Dank, dass du hier bist, dabei bist, es teilst, es abonnierst. Und ich freue mich bereits aufs nächste Mal.